Herzlich willkommen bei Minimed. Gemeinsam mit dem Bezirksbeter Niederösterreich und der Bezirksrundschau Oberösterreich darf ich Sie zum heutigen Vortrag mit dem Thema Training bis ins hohe Alter, was das Herz und die Gelenke brauchen, begrüßen. Als Referenten darf ich heute Herrn David Leder, er ist Physiotherapeut in Linz, begrüßen und er referiert wie alle Minimed-Referentinnen und Referenten ehrenamtlich. Ein großes Dankeschön dafür. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle immer an unsere Partner der Österreichischen Gesundheitskasse Oberösterreich und der Stadtgemeinde St. Valentin. Mein Name ist schon, wie angekündigt, eben David Leder. Ich bin Physiotherapeut und bin freiberuflich tätig in einer Praxis im Gesundheitspark in Linz. Wie man auch unten in der Präsentation unschwer erkennen kann, ist da eben auch unser Logo und unser Link zu unserer Homepage. Prinzipiell, es geht jetzt bei diesem Vortrag in ungefähr der nächsten Stunde darum, dass ich einen Überblick darüber geben kann, was ist Training eigentlich, was sind Vorteile von Training, was kann Training, vor allem eben im Alter und vor allem auch, was kann es nicht im Alter. Was kann ich eben sozusagen für mich selber von meiner Situation, auch wenn ich von zum Beispiel bestimmten Erkrankungen auch betroffen bin, auch mit Training an positiven Effekten auch ausrichten. Ich möchte jetzt ganz kurz eben zu Beginn darauf eingehen, was Training eigentlich ist. Im Prinzip wird relativ schnell von Training gesprochen, obwohl viele Leute gar nicht wirklich die Ahnung haben, um was es geht. Das Ziel von Training ist ganz klar immer eine Leistungssteigerung bzw. die Belastbarkeit des Körpers oder auch der Psyche, also physisch oder im psychischen Sinne, zu verbessern. Und da spricht man bei Training von einem zielgerichteten und planmäßigen, systematischen Prozess der Leistungssteigerung. Im Leistungssport kennen wir es, bei einem Tennisspieler, Dominik Thiem zum Beispiel, oder bei unseren Skifahrern, da ist es immer das Ziel natürlich, dass man diese Leistungssteigerung auch in Wettkämpfen präsentiert. Natürlich, gerade wenn wir vom Gesundheitstraining sprechen, geht es vor allem darum, natürlich unsere Gesundheit möglichst zu unterstützen und da geht in Richtung Dosierung von Training. Das ist ja immer ganz ein wichtiger Faktor in diese Richtung. Also es geht, wie gesagt, um die Veränderung oder Verbesserung von Belastbarkeit auch selber. Und wenn man da jetzt auf der Folie schaut, haben wir auf zwei Achsen eingezeichnet, haben eine Zeitachse, eine Achse von der Leistungsfähigkeit. Das heißt, jeder Mensch hat so seine individuelle Leistungsfähigkeit. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Früh aufsteht, man geht ins Bad, richtet sich Frühstück, geht dann vielleicht einkaufen, geht dann eine Runde spazieren eine Stunde lang, wird sich dann Mittagessen kochen und so weiter und so fort. Dann ist man das gewöhnt und dann werden diese Reize, zum Beispiel eine Stunde spazieren gehen, werden dann keine Probleme machen, weil man das jeden Tag macht. Training an sich, von Training sprechen wir dann, wann wir Reize setzen, die eben über ein gewisses Ausmaß, das wir gewöhnt sind, drüber gehen. Das heißt jetzt auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel das gewohnt bin, so wie ich es jetzt gesagt habe, und ich gehe dann her, weil es so wie jetzt draußen schön ist und die Sonne scheint, es wird immer wärmer, Blumen blühen, und ich bin motiviert, dass ich eine Wanderung mache. Ich bin ja aus Linz, da haben wir jetzt gerade Hausberg auch die Gisela-Watte, wo viele Leute jetzt darauf fahren, zum Beispiel mit dem Rad oder rauf gehen, und ich gehe dann da 3 Stunden rauf, bin das nicht gewöhnt, dann habe ich einen Trainingsreiz gesetzt, einen Reiz, der ungewohnt ist. Und wie werde ich das spüren? Am nächsten Tag werde ich müde sein, werde ich vielleicht auch Muskelkater haben. Und dann brauche ich im Normalfall eine gewisse Zeit, dass sich da mein Körper auch wieder erholt. Und das soll diese Zeichnung darstellen. Also ich habe eine bestimmte Leistungsfähigkeit. Das ist die horizontale Linie. Damit setze ich einen Trainingsreiz. Meine momentane Leistungsfähigkeit fällt vorerst einmal ab. Und was dann eben passiert, der Körper erholt sich, versucht eben ein gewisses Gleichgewicht im Körper auch immer wieder herzustellen. Also das kann gerade, wenn man Muskelkater hat, dauert das ein paar Tage, also 2, 3 Tage, dann ist man wieder auf Ausnahmsniveau. Und was nämlich dann noch darüber hinaus passiert, weil es könnte ja sein, dass man schnell einmal genau so eine Belastung wieder hat, der Körper schießt sozusagen über dieses Ausgangsniveau drüber und wir werden besser von unserer Leistungsfähigkeit. Und wenn wir das Training richtig dosieren und vor allem auch richtig timen,
ist es eben so, dass wir von unserer Belastbarkeit immer besser und besser und besser werden. So funktioniert es einerseits im Leistungssport, wo man ja den Begriff Training eigentlich kennt, aber auch im Gesundheitstraining sind diese Effekte ganz, ganz wichtig, weil wir so auch unsere Belastbarkeit nicht nur im physischen Sinne verbessern und stärken, sondern auch eben im psychischen Sinne. Also man weiß, wenn jemand regelmäßig Sport betreibt, ist er im Normalfall auch psychisch belastbarer. Da sprechen wir jetzt von dieser Resilienz, also dieser Stress, dass man Stress besser verkraften kann auch zum Beispiel. Aber man hat zum Beispiel auch Vorteile in die Richtung, dass man sich über längere Zeit auch besser konzentrieren kann, wenn man sich regelmäßig körperlich oder sportlich auch betätigt. Also das ist ein ganz wichtiger Grundpfeiler, wie sehen wir hier oben steht, diese Superkompensation, wo es darum geht, dass man Trainingsreize auch richtig setzt, um eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit zu bekommen. Was passiert jetzt, wenn man das eben richtig dosiert und richtig vom zeitlichen her richtig timet, die Trainingsreize, ist, dass es zu sogenannten biopositiven Anpassungen kommt. Das heißt nichts anderes als das, dass wir durch biopositive Anpassungen, dass wir in einen Rhythmus reinkommen, wo wir uns auch wohlfühlen und wo wir auch spürbar leistungsfähiger werden. Aber was hat Training jetzt Einflüsse in diesem Sinne? Das ist auf der einen Seite das Herz-Kreislauf-System natürlich. Herz wird kräftiger, die Gefäßmuskulatur, die wir ja auch haben, die wichtig ist, auch für Anpassungen, auch im Alltag, wird kräftiger. Nervmuskelsystem wird trainiert, also da sprechen wir von der Koordination, also zum Beispiel, dass man jetzt beim Gehen zum Beispiel sicherer wird, auch auf unebenem Untergrund. Wenn man das regelmäßig macht und auch sich genügend Zeit für Regeneration gönnt, wird eben die Gangsicherheit besser und gerade im Alter eben auch wichtig, die Sturzgefahr sinkt. Gerade durch Ausdauerbelastungen, das muss jetzt nicht ein Marathonlauf sein, sondern kann zum Beispiel, wenn man es nicht gewohnt ist, einfach eine Runde Walken sein, wird natürlich auch die Blutzusammensetzung und auch die Blutmenge beeinflusst. Das heißt, wir kriegen mehr Blutmenge, weil was zum Beispiel von Leistungssportlern, Marathonläufern oder Radrennfahrern zum Beispiel, die haben deutlich mehr Blutvolumen, also deutlich mehr Blutmengen, können durch das auch mehr Nährstoffe, mehr Sauerstoff in die Muskeln, in die Organe transportieren. Und das ist natürlich im Gesundheitstraining auch was Wichtiges, wenn man jetzt dran denkt, durch bei gewissen Erkrankungen, zum Beispiel auch onkologische Erkrankungen, kommt es ja zu Blutveränderungen, also Blutkrebs oder Leukämie zum Beispiel ist das was ganz was Wichtiges. Und dieses Blutbild kann man auch positiv durch gezielte Bewegung eben auch beeinflussen. Was passiert noch? Bänder, Sehnen und Knochen werden gestärkt, also vor allem bei Problemen mit Gelenken, klassischerweise auch im Alter Osteoporose, kann man da positiv wirken mit dem richtig dosierten Training. Knorpelgewebe wird dicker, also gerade bei Arthrose und so weiter ist richtig dosierte Bewegung, Training, eben auch ganz was Wichtiges. Das Atmungssystem wird verbessert, wenn man jetzt von Erkrankungen wie einer chronisch obstruktiven Pulmonary Disease, eben diese COPD-Krankheit ausgehen, kann man eben da positive Effekte erzielen mit dem richtigen Training. Das, was man natürlich als erstes sieht, ist, dass die Muskelmasse erhöht wird, was ja auch im Alter im Normalfall ein Problem darstellen kann, dass man natürlich, je älter man wird, immer schneller auch, gerade bei Immobilität, auch Muskulatur abbaut und durch das noch immobiler wird. Und vor allem eben auch die Immunabwehr, gerade in der jetzigen Zeit mit Coronavirus, natürlich auch ein heißes Thema. Durch richtiges Training und richtig dosiertes Training wird auch die Immunabwehr verbessert. Also wer gerade im Winter auch sehr oft unter Infekten leidet, welcher Art auch immer, kann da die Anfälligkeit dafür mit Training auch sehr beeinflussen. Das Gegenteil von diesen biopositiven Effekten sind eben die bionegativen Effekte, die man auch im Sport eben auch beobachten kann. Im Prinzip sind diese Effekte kommen dann zum Tragen oder werden dann symptomatisch, wenn irgendwo was eben von der Dosierung gar nicht passt. Ja. Der Klassiker ist das, jemand ist motiviert, dass er was verändert, fängt an zum Trainieren, ist es einfach noch nicht gewohnt. Also wenn wir jetzt ein Beispiel hernehmen, ich bin es gewohnt, dass ich am Tag vielleicht eine Viertelstunde in die Arbeit mit dem Rad fahre, eine Viertelstunde wieder zurück und dann sage ich, nein, ich mag jetzt was für meine Gesundheit tun, ich bin ja motiviert, weil es schön draußen ist und jetzt fahre ich jeden Tag eine Stunde mit dem Rad. Ja? Mein Körper ist es nicht gewöhnt,
Ich mache das jeden Tag. Er hat nicht genügend Zeit, sich zu erholen und zu regenerieren. Und ich werde noch, naja, spätestens ein paar Tage oder zwei Wochen in so eine genannte Übertrainingssituation hineinkommen, wo es auch sein kann, eben, dass man schneller, dass schneller zu Verletzungen kommt, also zu Sehnenentzündungen, Muskelverletzungen, Gelenkbeschwerden, was auch passieren kann, zum Beispiel, wenn man jetzt zu viel tut, dass man auf einmal schlecht schläft, wo man ja eigentlich denkt, naja, wenn man sich bewegt und müde ist, sollte man besser schlafen. Und deshalb wären es alles Faktoren, die zeigen würden, naja, irgendwo ist irgendwas zu viel. Ja, da wird klassischerweise auch die Infektanfälligkeit erhöht, dass man eher dazu neigt, dass man Verkühlungen hat oder irgendwelche anderen Erkrankungen, Infekte vielleicht auch von der Haut, Augen und so weiter, einfangt, Schleimhäuten. Und spätestens, wenn sowas ist und wenn man regelmäßig trainiert, muss man schauen, ist es vielleicht zu viel? Ist die Dosis zu viel? Habe ich zu viel Widerstände, zum Beispiel bei einem Krafttraining, genommen? Habe ich in den falschen Herzfrequenzbereichen trainieren, wenn ich jetzt Ausdauertraining mache und so weiter? Und von dem her gilt es immer, solche Symptome eben dann auch zu beachten und darauf auch zu reagieren. Warum sollte man sich jetzt bewegen? Warum sollte man Training im Alter machen? Im Prinzip geht es natürlich um verschiedene Bereiche auch in unserem Körper. Das eine ist, wenn wir jetzt von der Prävention, von der Vorbeugung, auch von Erkrankungen sprechen, der aktive und passive Bewegungsapparat. Prävention und Therapie von Osteoporose, was mal ist Training, vor allem Kräftigungsübungen, ganz ein wichtiger Faktor, weil ja die Osteoporose-Erkrankung ist, wo man Knochendichte verliert. Genauso die Sarkopenie, was ist das? Das ist dieser natürliche Muskelschwund, der auch bei einem gewissen Alter, meistens so ab dem 35. Lebensjahr, also da bin ich jetzt inzwischen auch schon drüber, eintreten kann, wenn man sich nicht regelmäßig bewegt und man baut automatisch eben auch Muskelmasse im Normalfall ab im Alter und gerade je älter das man wird, desto schneller gehen diese Prozesse, wie vorher gesagt, vor allem bei Immobilität. Arthrosen kennt im Normalfall jeder, der schon einmal, ja, auch mit hoffentlich nur aus dem Bekanntenkreis, dass man mal Hüftprothese oder Knieprothese bekommen hat, jemand da ist. Das ist das Resultat von einer Arthrose, eben einer Gelenksnietung. Was kann man mit Training noch machen? Man kann vor allem den Stoffwechsel positiv beeinflussen. Also gerade der Blutzuckerstoffwechsel, also beim Diabetes kennt man das eben auch, oder da auch der Fettstoffwechsel kann positiv beeinflusst werden vom richtigen Training. Und damit eben das kardiovaskuläre Risiko, eine Erkrankung in dem Bereich zu entwickeln, kann dadurch eben auch reduziert werden. Also da sprechen wir vor allem von Herzinfarkten, von Schlaganfällen. Das sind Dinge, die auch zu den häufigsten Todesursachen zählen im Moment. Natürlich ist jetzt sehr viel die Corona-Krise im Vordergrund, aber trotzdem ist sind diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen doch die häufigste Todesursache, die wir nach wie vor haben. Und das kann man mit Training sehr, sehr positiv beeinflussen. Was man trotzdem noch nicht vergessen darf, ist, dass es immer Kombination ist aus mehreren Faktoren, also nicht nur Training, sondern auch Ernährung, Gewichtsreduktion und diese Dinge spielen bei diesen Erkrankungen sehr viel. Der nächste Punkt sind dann, auf was ich dann auch näher eingehen will, eben Neoplasmen, also alle onkologischen Erkrankungen, sprich Krebserkrankungen bei Männern und bei Frauen. Also Klassiker bei Frauen wäre zum Beispiel der Brustkrebs, oder bei Männern das ist der Prostatakrebs, der auch eher im Alter auftritt, aber natürlich auch viele andere Krebsarten, immer positiv mit der richtigen Trainingsintensität, auch den regelmäßigen Training auch beeinflussen kann. Ein ganz wichtiger Faktor, jetzt auch aus der therapeutischen Praxis heraus, ist eben die Schmerzkontrolle. Das heißt, dass ich über Bewegung auch Schmerzen oder die Wahrnehmung von Schmerzen modulieren kann. Da gehen wir später auch noch drauf ein. Und was man nicht vergessen darf, jetzt ist es vor allem eben auch, natürlich wird auch hauptsächlich um eben den Bewegungsapparat, ums Körperliche gehen, aber vor allem auch psychische Faktoren spielen natürlich immer mit, also gerade in der heutigen Zeit, wo immer sehr viel auf interdisziplinäres Arbeiten geschaut wird, also dass viele Berufsgruppen gemeinsam an einem Problem bei Patienten mitarbeiten, geht es natürlich auch immer um die Psyche, und man kann
wie man ja heutzutage weiß, eben auch Psyche und Physis, also Körper und Geist nicht trennen, weil es trotzdem sich gegenseitig immer beeinflusst und jeder auch noch ganz kurz auf diese Dinge. Ja, Knochengesundheit, die Erkrankung, die dazugehört, ist eben die Osteoporose, die leider vor allem eben Frauen betrifft und vor allem Frauen eben nach der Menopause. Das hat sehr viele hormonelle Ursachen dann eben auch, warum es zu einer Osteoporose auch kommen kann. Und da weiß man eben, dass einerseits prophylaktischer regelmäßiges Kräftigungstraining oder Krafttraining ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Da sprechen wir von einem Ganzkörperkrafttraining. Was ist jetzt Krafttraining eigentlich? Da mag ich an der Stelle auch noch ganz kurz darauf eingehen. Es geht bei der Dosierung von Training immer sehr viel um das, mit welchem Widerstand mache ich das und wie oft kann ich das ausführen. Und prinzipiell kann man sagen, ist Krafttraining alles, was ich von der Dauer her, also wenn ich jetzt dann zum Beispiel irgendein Gewicht nehme und das bewege, aber es braucht vielleicht gar kein Gewicht sein, sondern einmal nur das eigene Zusatzgewicht, sondern einmal kann nur das eigene Körpergewicht sein. Und wenn ich das eben hernehme, dass ich nur maximal 30 Wiederholungen schaffe oder um die 1 bis 2 Minuten Belastung am Körper habe und dann eigentlich der Muskel nicht mehr kann. Da sprechen wir eigentlich vom Krafttraining. Also das sind relativ intensive Reize natürlich auch. Hier aber gehe ich auch später darauf ein, auf keinen Fall schädlich sein. Man muss es natürlich, je nachdem, wenn man Vorerkrankungen hat, muss man da die richtige Dosis auch finden. Darum sind die Physiotherapeuten und Orthopäden auch da, dass man auf diese Sachen eben auch schaut. Also das ist eigentlich vor allem Job von Physiotherapeuten, dass sie die richtige Dosis auch finden für ein Problem. Aber wie gesagt, es ist auf keinen Fall, wenn man es richtig dosiert, was schädlich ist. Das will ich einmal vorwegnehmen. Alles in Richtung Ausdauertraining. Sprechen wir von Belastungen, die man mehr als 30 Wiederholungen oder also 1 bis 2 Minuten auch durchführen kann. Also zum Beispiel Radfahren, spazieren gehen, walken, auch laufen. Das kann alles in Richtung Ausdauertraining gehen. Und da kommt es natürlich ganz auf die individuelle Belastbarkeit auch an, wie man das eben dann auch dosieren muss und mit welchen Sportarten, wenn man so will, man Ausdauertraining auch beginnt, wenn man es vorher noch nicht gemacht hat. Prinzipiell ist eben für die Knochengesundheit ein intensiveres Training wichtig, eben vor allem dieses Krafttraining. Und da weiß man aus Studien, eben aus wissenschaftlichen Arbeiten, dass da eine relativ lange Interventionszeit braucht, also eine relativ lange Trainingszeit auch braucht, dass man wirklich Veränderungen feststellen kann. Da sprechen wir von ungefähr 1 Jahr oder 12 Monaten. Und darum ist es, sieht man eben an der Dauer schon wichtig, dass man, gerade wenn man in diese Risikogruppe reinfällt oder vielleicht schon so ein bisschen einen Knochenschwund hat, also vielleicht noch keine Osteoporose, aber auch eine Osteopenie, wo es schon zu Strukturveränderungen im Knochen kommt, dass man da eben beginnt auch außer eben gewissen Medikamenten und einer kalziumreichen Ernährung in Richtung Kräftigungstraining einiges zu machen. In Richtung Knochengesundheit muss man schauen, erst abseits von der Bewegung und dem Training, das man 2 bis 3 Mal in der Woche durchführt, ist ein ganz was Wichtiges, was jetzt im Frühling natürlich auch wieder, was man wieder mehr genießen kann, die Sonne, nämlich diese Vitamin D-Produktion, die wir über die Sonne haben, ist für die Knochengesundheit essentiell. Und da ist es eben heutzutage schon fast gang und gäbe, dass man auch den Vitamin D-Spiegel regelmäßig vor dem Alter, wenn man Osteoporose hat, anschauen lässt, dass der, wenn es nötig ist, auch korrigiert wird. Gelenke, vor allem wenn wir eben jetzt von Arthrose sprechen, kann eben vor allem das Training, Ausdauertraining als auch Krafttraining sehr positiv auf die Knorpelernährung wirken. Wie funktioniert eine Knorpelernährung jetzt? Ein Knorpel muss man sich vorstellen, eigentlich bei uns im Körper, wie in jedem Gelenk ist, ähnlich wie eine Struktur wie ein Schwamm, weil das ist sehr, sehr fester Schwamm. Und der Schwamm hat eben die Eigenart, wenn ich einen Schwamm zusammendrücke und der in einer flüssigen Lösung ist. Der Knorpel ist ja in einer Flüssigkeit drinnen, eben in dieser Gelenkschmiere, die vom Gelenkschleimhaut um das Gelenk noch produziert wird, die sehr nährstoffreich ist. Und wenn dieser Schwamm durch Belastung jetzt zusammengedrückt wird, dann geht Flüssigkeit heraus und wenn der Schwamm entlastet wird, geht wieder Flüssigkeit hinein. Und da ist eben die Bewegung ganz ein wichtiger Faktor, weil eben dadurch eben dieser Pumpmechanismus, wie eben der Knorpel mit Nährstoffen im Körper versorgt wird,
verbessert wird. Da wird halt meistens, das kennt ja jeder, irgendwo Radfahren empfohlen, weil da hat man keine abrupten Belastungen auf den Knorpelstrukturen, sondern eben kommt die Belastung langsam und der Knorpel, der bei Arthrose schon vielleicht vorgeschädigt ist, wird nicht noch mehr geschädigt. Was aber wichtig ist auch zu wissen, also es gibt neuere Untersuchungen aus dem Jahr 2019, wo es Übersichtsarbeiten gegeben hat, wo genau untersucht worden ist, bei Arthrose ist zum Beispiel Laufen schädlich. Und was man jetzt weiß, also gute Nachrichten für alle Läufer, die eine Arthrose diagnostiziert bekommen haben, Laufen kann auch, wenn man es richtig dosiert, das ist wichtig, also wenn man jetzt zu viel machen würde und von der Superkompensation, wie wir es vorher gehabt haben, aus diesem Rhythmus rausfallen würde und zu viel machen würde, dann ist es natürlich eher schädlich. Aber wenn man das richtig dosiert und unter richtiger Aufsicht macht, dann ist Laufen keine Kontraindikation bei Arthrose. Also man hat gesehen, auch bei wirklich fortgeschrittener Arthrose wirkt Laufen auf lange Sicht heilsam. Ja. Ist eine ganz interessante Geschichte, weil bis vor wenigen Jahren eigentlich jeder Orthopäde empfohlen hat, na, wenn der läuft oder Stop and Go oder Tennis spielen oder sowas, auf keinen Fall mit Arthrose. Ist jetzt revidiert worden. Es gibt eben, wie gesagt, da jetzt sehr sichere Evidenz, ein sehr sicheres Ergebnis von wissenschaftlichen Arbeiten, dass das nicht so ist. Wie gesagt, aber man muss es richtig dosieren. Und das ist eben auch unter anderem auch die Arbeit von Physiotherapeuten. Die Widerstandsfähigkeit von Gelenkstrukturen wird eben auch verbessert. Vor allem, da reden wir jetzt nicht vom Gelenk an sich, vom Knorpel, sondern eben auch von Bandstrukturen, von den Sehnen und Muskeln, die ums Gelenk herumgehen. Und der Klassiker bei Arthrosen, bei Abnutzungen in Gelenken ist prinzipiell das, dass als erstes einmal der Schmerz daher kommt, dass nicht im Gelenk Schmerzen sind, sondern weil sie einfach die Muskeln rundherum verspannen, weil eben dieses, man sagt, Rollgleiten, diese Biomechanik im Gelenk auch gestört wird. Dadurch muss die Muskulatur mehr arbeiten und wird immer überlastet. Und da kann man vor allem mit dem richtigen Training und damit der Belastbarkeitssteigerung von diesen Strukturen sehr viel auch machen gegen die Schmerzen und kann so auch wirklich zum Teil höhergradige Arthrosen wieder in die richtige Richtung bringen und sogar heilen lassen. Was ich schon dazu sagen muss, irgendwo sind natürlich auch die Grenzen. Wenn gar kein Knorpel mehr da ist und Knochen auf Knochen reibt, dann hilft natürlich nur mehr Gelenksersatz, dann wird das Training auch nicht mehr so viel ausrichten können. Also es muss natürlich schon noch Knorpelmasse auch da sein. Direkte Veränderungen in der Muskulatur vom Training. Im Prinzip kann man sich vorstellen, dass in der Muskulatur, also ich habe da so ein kleines Bildchen auch vorbereitet, wenn man sich jetzt einen Muskel anschaut einmal, ist es so, dass eben der Muskel ja immer aus einer Sehne, einem Muskelbauch aufgebaut ist und noch einer Sehne. Wozu sind Muskeln bei uns im Körper da? Prinzipiell dazu, dass wir Knochen untereinander über ein Gelenk bewegen können. Ja, also Muskel geht im Normalfall, also auch im Bewegungsapparat vor allem. Wir haben ein Verdauungssystem zum Beispiel auch Muskeln, die haben andere Aufgaben, aber im Bewegungsapparat ist es so, dass die Muskulatur immer über ein Gelenk zieht. Und da ist es so, dass eben der Reiz vom Nerv kommt, dass sich dann Strukturen im Gelenk, das sieht man dann da herunten abgebildet, da hat man so kleine Häkchen, die greifen ineinander, ziehen den Muskel zusammen und wenn die Häkchen loslassen, wenn es zum Beispiel Magnesium und Natrium, das kennt man eben auch bei Muskelkrämpfen, dass da Mangel da sein kann im Muskel selber, wieder loslässt, dann entspannt sich der Muskel. Und dass eben der Muskel richtig arbeiten kann und genügend mit Sauerstoff, mit Nährstoffen versorgt wird über den Blutweg, sind diese Kapillaren, wie es in der Präsentation auch steht, ganz, ganz wichtig, also diese kleinsten Blutgefäße, die dann die einzelnen Muskelfasern, die einzelnen Muskelteile auch noch mit Blut eben versorgen. Und was vor allem Ausdauertraining machen kann, ist, dass sie die Anzahl von diesen Kapillaren drastisch erhöhen kann. Also man kriegt mehr Blutgefäße in die Muskulatur und dadurch verhindert man das, dass sie die Muskeln auch bei Aktivität, aber auch zum Beispiel in Ruhe, wenn man das Problem hat, jetzt zum Beispiel ein Sitz im Büro oder muss oder sitzt halt relativ viel, aus welchem Grund auch immer, werden die besser durchblutet und verspannen sie auch weniger schnell. Ja. Also dadurch kann man eben Verspannungen auch positiv beeinflussen. Natürlich wird die Belastbarkeit von Sehnen und auch Bändern, passiven Bewegungsapparat durch Training auch gestärkt, gebessert, dass es nicht so schnell zu Überreizungen, zu Problemen kommt.
und dadurch eben auch die Widerstandsfähigkeit vom ganzen Körper auch verbessert. Herz-Kreislauf-System ist vorher schon kurz angesprochen worden, das ist natürlich ein wichtiger Faktor, vor allem wenn wir jetzt daran denken, so in Richtung Durchblutungsprobleme, die Leute haben, das fängt an bei kalten Fingern, kalten Füßen, geht hin bis zur peripheren arteriellen Verschlusskrankheit, eben Erkrankung, die leider eben mit einem erhöhten Blutzucker, mit einem Diabetes oft auch einhergeht, wo halt die Gefäße nicht mehr genügend Spielraum haben, sich auch zu öffnen. Es gibt ja auch in Gefäßen Muskeln, die sich, die den Druck vom Gefäßsystem immer modulieren und die auch wichtig sind, zum Beispiel wie es im Alter oft ist bei Schwindel und Gangunsicherheiten. Ja. Also jeder kennt das, wenn man mal aufsteht zum Beispiel schnell und es wird dann schwindelig, da kommt es zu einer kurzfristigen Unterversorgung vom Gehirn, dann muss das Herz schneller schlagen und die Gefäße müssen sich verengen können, dann wird das Gehirn wieder schneller, besser durchblutet, weil er natürlich, wenn ich schnell aufstehe oder aus dem Liegen schnell aufsteht, das Blut auch schneller mal in die Beine versackt und eben gerade das Organ, was am höher vom Herz liegt oder über dem Herz liegt, eben das Gehirn auch schon einmal schlecht durchblutet wird und durch das auch Schwindelsymptomatiken ausgelöst werden können. Und da ist natürlich vor allem das Ausdauertraining ein wichtiger Faktor, dass man diese Prozesse sozusagen unterbindet. Was passiert eben gerade beim Ausdauertraining, aber was man jetzt auch schon weiß, eben auch in gewissem Maße beim Krafttraining ist, dass der Herzmuskel kräftiger wird, dass man sich auf Faktoren, die Umwelt betreffen, besser einstellen kann. Also gerade wenn man jetzt wechselnde Belastungen hat, wenn man Belastungen in verschiedenen Positionen hat, wenn man zum Beispiel einmal bergauf geht, ist das was ganz wichtig, dass sich das Herz schnell darauf einstellen kann. Vor allem eben auch, dass das Gefäßsystem fit bleibt durch das Training und sich da nicht irgendwo Ablagerungen bilden können und dadurch zum Beispiel eben Schlaganfälle, Herzinfarkte, die ja nichts anderes als Gefäßverschlüsse sind und damit eine Minderversorgung einerseits vom Herzmuskel beim Herzinfarkt oder vom Gehirn beim Schlaganfall bedeuten würden und dadurch eben Absterben vom Gewebe verursachen. Und da habe ich eben gerade wirklich dosiertes Training, je nachdem, das muss man eben dann auch schauen, individuell schauen, ob eine Erkrankung vorliegt oder nicht, gibt es da eben viele Maßnahmen, die man setzen kann, dass man gewisse Zustände auch verbessert und Erkrankungen auch verbessert oder sogar heilt. Ja. Sind wir schon beim nächsten Thema, eben beim Stoffwechsel. Stoffwechsel selber reden wir ja von dem, wo eben bestimmte Nährstoffe in den Körper gebracht werden und verwendet werden, auch um Energie zu produzieren. Da ist der Blutzucker natürlich was ganz was Wichtiges. Also Blutzucker, den Zucker im Blut brauchen wir zum Beispiel, um uns bewegen zu können für unsere Muskulatur, aber vor allem das Gehirn braucht bei uns Menschen sehr, sehr viel an Energie und das wird vor allem in Form von Glucose, also an der Einfachzucker, zur Verfügung gestellt. Und da gibt es natürlich auch gerade im Alter viele Erkrankungen in die Richtung. Also ein Diabetes Typ 2 ist ja da der klassische Altersdiabetes, der daher rührt, dass durch immer zu viel an Zucker und eine Überlastung von der Bauchspeicheldrüse, die ja diese Hormone, die den Blutzucker regulieren, ausschüttet, eben dieses Insulin, was vielleicht einige kennen, oder auch den Gegenspieler von Insulin, eben das Glucagon. Und da ist eigentlich beim Altersdiabetes eigentlich schon genügend Insulin da ist, aber die Rezeptoren im Organ, in der Muskulatur und so weiter abstumpfen. Und gerade diese Sensibilität von diesen Rezeptoren in den Organen, in der Muskulatur, kann man durch regelmäßiges Training sehr gut und positiv eben auch beeinflussen. Also da ist der Faktor ganz wichtiger. Also ich habe früher im damaligen AKH, jetzt im Medcampus 3 auch sehr viel mit Diabetikern zu tun gehabt, weil regelmäßig den physiotherapeutischen Teil von einer Diabetikerschulung gemacht habe, wo es eben darum gegangen ist, dass man eine richtige Dosierung von Kraft- und Ausdauertraining für die einzelnen Personen dort auch findet, dass sie auch da die Erkrankung am besten unterstützen können. Und es gibt sogar Fälle, wo man bei einer Blutzucker, Typ 2 Diabetes, muss man dazu sagen, schon manifestiert ist, wo man den mit dem richtigen Lifestyle, Ernährung, Bewegung und so weiter, Stressreduktion, diese Sachen alle dazu auch heilen kann. Ja.
Das andere ist eben der Fettstoffwechsel. Wir wissen, dass zum Beispiel der Fettstoffwechsel, insofern es gibt ja sogenannte gute und schlechte Fette, und gerade zum Beispiel Triglyceride, die ja für das Herzinfarktrisiko maßgebend auch sind, durch Bewegung, richtig dosierte Bewegung, richtig dosiertes Training auch so insofern positiv beeinflusst werden können, dass da eben diese Blutwerte gesenkt werden kann, auch vom Cholesterin eben der Wert gesenkt werden kann, so gesenkt werden kann, dass eben das Risiko massiv sinkt, eine Erkrankung am Herz-Kreislauf-System zu entwickeln. Und was da wichtig ist, ist, dass Kraft- und Ausdauertraining wichtig ist. Früher meine ich immer doch bis vor 10, 15 Jahren, ja, Ausdauertraining, das Allerwichtigste, aber gerade Krafttraining, also das Training auch des Muskelstoffwechsels, ist ein ganz wichtiger Faktor, der vor allem eben auch die Verträglichkeit von Blutzucker und diese Sensibilisierung von diesen von diesen Rezeptoren auch für das auch wichtig ist. Ja, die Onkologie, also alles, was mit Krebserkrankungen zu tun hat, das muss ich sagen, so ein bisschen ein Steckenpferd von mir, weil ich einige Jahre auch auf einer Onkologie gearbeitet habe und mich natürlich dort sehr viel damit beschäftigt habe, was kann ich tun, wenn es eben so in dem Fall, wenn es zu onkologischen Erkrankungen kommt, auch ergänzend zu zum Beispiel Bestrahlung und Chemotherapien. Also was man weiß und was sehr gut funktioniert auch, ist, dass man gewisse Symptome, wie zum Beispiel Gemüdigkeit, diese Mattigkeit, die man oft bei diesen Therapien in der Onkologie hat, auch massiv verbessern kann durch Training, vor allem Ausdauertraining in der Onkologie, was ganz was Wichtiges für diese Symptome, auch während einer Therapie in die Richtung. Vor allem die sieben häufigsten Krebsarten, Blasen, Brust, Dickdarm, Endometrium, also, Gebärmutter, Speiseröhren, Nieren- und Magenkrebs kann man auch vor allem präventiv sehr gut mit Ausdauertraining behandeln. Und da wird, wenn man jetzt die Studienlage anschaut, also bei den wissenschaftlichen Arbeiten, was empfohlen wird, ein wöchentliches Ausdauertraining von 150 bis 300 Minuten empfohlen, also 2,5 bis 5 Stunden. Das ist schon relativ viel. Also da sprechen wir jetzt zum Beispiel von Walken, Radfahren und solchen Sportarten, oder 75 bis 150 Minuten pro Woche intensives Ausdauertraining. Prinzipiell ein leichtes, mäßiges Ausdauertraining wird immer so dosiert, dass man noch gut mit einem Partner, mit dem man das macht, oder mit jemandem anderen reden kann, ohne dass man das Gefühl hat, dass man keine Luft mehr bekommt. Intensiveres Ausdauertraining wäre dann eben schon so, dass man schon das Gefühl hat, man kriegt nur genug Luft, aber dass man nicht unbedingt nur reden kann dabei. Ja. Im Prinzip, was ich aus der Praxis heraus sagen kann, was sich bewährt hat, ist, je akuter die Situation ist, desto mehr sollte man in Richtung leichtes oder mäßiges Ausdauertraining gehen. Wenn es jetzt mehr in Richtung Prophylaxe geht von diesen Erkrankungen, macht es durchaus einmal Sinn, dass man auch eine Stunde intensiveres Training auch macht. Was man nicht vergessen darf, also gerade diese, wenn man in einer Krebstherapie ist, gerade diese Medikamente wie Chemotherapien, aber auch Bestrahlungen wirken leider auf den Körper oder nicht nur auf den Krebs, sondern eben auch auf die Muskulatur abbauend. Und deshalb ist eben auch ein Krafttraining ganz, ganz wichtig, dass man da regelmäßig macht. Und da wird empfohlen, dass man ungefähr zweimal pro Woche eine Krafttrainingseinheit durchführt, von ungefähr einer halben bis Stunde bis maximal Stunde Dauer. Was man weiß, ist, dass es ein besseres Survival, also eine bessere Überlebensrate zum Beispiel bei den drei häufigsten Krebsarten, Brust, Darm und Prostatakrebs, wie es eben auch im Alter sehr häufig auftreten, gibt. Und eben, dass es da, das ist aus einer anderen Studie, wichtig ist, ist, dass man 2,5 Stunden pro Woche Ausdauertraining betreibt, vielleicht ein leichtes Ausdauertraining mit einer moderaten Intensität und zweimal in der Woche betreibt. Genau. Ein Punkt, ein wichtiger Punkt, auf den ich jetzt noch eingehen mag, sind eben auch Schmerzen. Prinzipiell sind Schmerzen ja auch was am Bewegungsapparat, was oft, wie man heutzutage weiß, auch nicht unbedingt einen strukturellen Ursprung haben muss. Also
kennen wahrscheinlich viele die Geschichten, dass man mal irgendwo zu einem Arzt gegangen ist, dass man so Kreisweh gehabt hat, dass man sich nicht mehr rühren hat können und dann ist ein MRT gemacht worden oder ein Röntgen und das hat man halt eigentlich nichts gesehen. Und in dem Fall weiß man aber inzwischen, das ist in den letzten Jahren auch sehr gut untersucht worden, dass da viele Faktoren gibt, die mitspielen und dass vor allem Muskelverspannungen oder auch Faszienverspannungen sehr viel an Schmerzen und an Problemen auch auslösen kann. Und was man sagen muss, über Schmerzen ist, dass meistens am Anfang die Funktionseinschränkung steht. Also meistens, wenn man Schmerzen hat, wenn man Verspannungen hat von der Muskulatur, eben auch von den Faszienstrukturen, kommt, ist es meistens noch gar keine strukturelle Schädigung da, aber die kann sich, wenn diese Zustände sehr lange bestehen, natürlich daraus auch entwickeln, weil man sich bei Schmerzen oft einfach ein weniger bewegt. Je weniger man sich bewegt, desto weniger belastbar sind die Strukturen, die wir im Körper haben. Und daraus ergibt sich eben dann auch ein schnelleres, oder leider ist es häufig dann so, dass man sich eher verletzt. Ja. Zum Beispiel eben Bandscheibenvorfall entsteht normalerweise daraus, dass die Strukturbandscheibe schon immer so belastbar ist, weil man zum Beispiel auch durch Schmerzen manche Bewegungen vermeidet, weil man Ausweichbewegungen hat und genau das ist auch das Problem, warum dann bei einem Bagatelltrauma, bei einem Blödsdrehen irgendwo ein Bandscheibenvorfall auch entstehen kann. Ja, weil man nämlich dazu sagen muss, wenn wir jetzt beim Thema Bandscheibe bleiben, dass diese Strukturen sehr, sehr viel aushalten. Prinzipiell ist es so, dass bei einem Mann mittleren Alters die Bandscheibe in der Lendenwirbelsäule Druckgewicht in einer Neutralposition von bis zu 1200 bis 1400 Kilo aushaltet. Also das ist massiv viel, wenn man sich jetzt überlegt, da kommt man eigentlich ein Auto draufstellen auf eine Bandscheibe, ohne dass wirklich was passiert. Passieren dort eben dann was, wenn dieses Gewebe schon vorgeschädigt ist. Das kann eben ähnlich wie beim Knorpel auch durch, nicht nur durch zu viel, aber vor allem eben auch durch zu wenig Belastung passieren. Was beim, wenn wir jetzt auf den Schmerz genauer eingehen, sicher Faktoren sind, die da sehr viel mitspielen, ist, dass es zu einer Verbesserung von physischen Faktoren wie Kraft, Belastungstoleranz und vor allem auch ganz wichtig im Alter von der Beweglichkeit kommt. Die Beweglichkeit ist eben auch was sehr viel mitspielen kann bei Schmerzentwicklung, weil also, wenn man weniger beweglich ist, auch die Muskulatur auch prinzipiell schneller und die Faszien auch schneller verspannen können. Training hat positive Wirkung auf Sozialfaktoren und eben Bewegungsfaktoren. Warum? Weil man Bewegungen natürlich, oder wenn man ins Fitnessstudio geht oder auch mit Freunden Radfahren geht oder wie auch immer, oder mit Partner Radfahren geht oder Bewegung macht, natürlich das auch das Miteinander fördert. Und wir wissen inzwischen sehr gut, dass Schmerzen entsteht ja eigentlich im Gehirn. Prinzipiell gibt es ja Leute, die, wenn sie sich irgendwo anhauen, keine Schmerzen haben und der andere hat drei Tage die ärgsten Schmerzen. Also das ist was sehr Individuelles auch, wo viele Faktoren auch mitspielen. Und vor allem eben auch die Verarbeitung im Gehirn, wie stehe ich jetzt zu dem Schmerzgeschehen, ein ganz wichtiger Faktor eben auch ist. Und da sind eben diese positiven Effekte auf Stimmung, auf Ängste, auf das Körperbild, wie spüre ich mich, wie sehe ich mich selber, auch ein ganz wichtiger Faktor. Man bekommt auch mehr Selbstvertrauen durch die Bewegung, durch den Sport, ist ein wichtiger Faktor. Und vor allem auch hat man einen positiven Effekt auf das Immunsystem, das natürlich jetzt, wenn man jetzt, wenn man weiß, Entzündung hat oft sehr viel auch mit Schmerzentwicklung zu tun. Und da ist eben durch das, dass man sich regelmäßig bewegt, dadurch auch Stresshormone abbaut, auch die Stressreduktion ein ganz wichtiger Faktor. Was man auch dazu sagen muss, ist eben von der Schmerzverarbeitung, also man merkt, es geht schon sehr viel da jetzt in Richtung Psyche. Es hat natürlich einen riesen Unterschied, ob wenn ich mich jetzt irgendwo verletze oder wenn man, sagen wir mal, einfach ganz salopp das Kreuz verreißt. Und ich bin jetzt jemand, der sagt, naja, wird schon wieder werden, habe ich schon mal gehabt, ist auch noch zwei, drei Tage wieder vorbeigegangen. Ich bewege mich jetzt trotzdem ein bisschen, so weit wie es eben auch geht. Ist das etwas ganz was anderes in der Schmerzverarbeitung, wie wenn jetzt jemand sagt, da könnte jetzt was sein und na, vielleicht ist ja Bandscheibenvorfall da, jetzt lege ich mich lieber zwei Tage ins Bett und bewege mich gar nicht und gehe mit dem eben so um, dass ich eher ein Vermeidungsverhalten entwickle. Das ist im Normalfall also ziemlich immer die schlechtere Variante, weil man gerade bei solchen Verspannungsgeschichten wie Rückenverreißen und so weiter, aber auch wenn man jetzt schon einen Bandscheibenvorfall hat, das
Schonen und das Nichtstun eigentlich immer, auch ist auch studienmäßig erwiesen, immer Nachteile dem Aktivsein und möglichst eine aktive Bewältigungsstrategie zu finden. Da ist immer das Aktive die bessere Strategie. Man muss es natürlich richtig dosieren und da in diesen Fällen ist es natürlich auch wichtig, dass man Fachpersonal hinzuzieht, wie zum Beispiel einen Physiotherapeuten, der auch noch sagen kann, okay, wie viel darf ich mich in der Situation auch auf mein individuelles Problem bezogen jetzt belasten oder was sollte ich jetzt vielleicht in dem Moment jetzt eher auch lassen. Jetzt mag ich noch auf einige Dinge eingehen, auf einige Mythen eingehen, die man sehr oft eben auch hört, in Verbindung eben auch mit Schmerzen, mit Erkrankungen, auch am Bewegungsapparat, wo man sagen kann, okay, vor 10, 15 Jahren hat man das vielleicht noch anders gesehen, auch von der wissenschaftlichen Grundlage, von der Forschung her, als man es jetzt sieht. Ein so ein Mythos jetzt auf die Gelenke bezogen wäre, ihre Hüftschmerzen sind auf geschädigte Strukturen in ihrem Hüftgelenk, zum Beispiel in einer Arthrose zurückzuführen. Fakt ist, dass es sehr viele Patienten gibt mit Hüftgelenksarthrosen, die schmerzfrei sind. Was hat man gemacht in den letzten Jahren? Es gibt sehr viele Studien, die gemacht worden sind, wo man einfach Leute ausgewählt haben, auch aus verschiedenen Altersgruppen, dort je nach ihren Symptomen befragt hat, ob sie Probleme, Beschwerden haben und dann geschaut hat, dann die Gelenke untersucht hat. Und was herausgekommen ist, dass es sehr viele Patienten oder sehr viele Personen, es war in dem Fall noch keine Patienten, Personen gegeben hat, die keine Beschwerden gehabt haben und die aber teilweise massive Abnutzungen in den Gelenken gehabt haben. Ja, und das waren gar nicht wenig. Und bei denen, da hat man oft gesehen, dass sehr viel auch von der Psyche, von dem, wie bewältigt man gewisse Situationen auch damit zusammenhängt, ob sich Schmerzen entwickeln bei einer gewissen Grunderkrankung wie einer Arthrose oder auch nicht. Und da sieht man eben, dass gerade eben Hüftarthrosen auch sehr viel bei schmerzfreien Menschen da sein können. Und in die andere Richtung kann man eben dann auch schlussfolgern, dass eine Arthrose nicht unbedingt der primäre Faktor sein muss, um Schmerzen zu haben. Weiterer Mythos, die Gelenke betreffend, ist, dass Gewichtsbelastungen und die Belastung durch Krafttraining die Hüfte bei einer Arthrose weiter schädigen. Ja, tatsächlich ist es der Fall, dass Bewegung und Belastung, wie eben auch schon gesagt, wichtig ist für das Gelenk und auch wichtig ist, wenn man es richtig dosiert, für das, dass sich die Gelenkstrukturen auch wieder erholen können, beziehungsweise, dass sich die wieder kräftiger werden. Also man sieht, ich habe immer, also gibt es am Schluss auch ein Literaturverzeichnis an die zugehörigen wissenschaftlichen Arbeiten auch namentlich erwähnt in Vermerk. Weiterer Mythos, wo es um Gelenksersatz geht, ist bei Ihrem geschädigten arthrotischen Hüftgelenk ist ein Gelenksersatz unumgänglich. Fakt ist, wenn man Arbeiten anschaut, Überblicksarbeiten, die eben im Victorian Musculoskeletal Clinical Leadership Group 2018, das ist eine australische Quelle, veröffentlicht worden ist, dass es so ist, und das kann ich aus der Praxis ja nur bestätigen, dass sehr viele Hüftarthrosen, wenn sie nicht zu fortgeschritten sind, auch sehr gut mit Therapie und mit der richtigen Dosis von Training beeinflusst werden können. Ein weiterer Mythos wäre, die Sehnen der Hüfte versagen häufig bei Menschen über 50 Jahren, belastet und wird sie weiter schädigen. Also man sieht, da geht es da wieder um dieses Vermeidungsverhalten, dass man sie eben weniger belastet. Und was Fakt ist, dass vor allem Sehnenveränderungen kommt es auch bei sehr viel bei Menschen, die gar keine körperlichen Beschwerden haben. Und was man weiß, dass vor allem das Management von Übergewicht, von der Verbesserung oder die Optimierung von körperlicher Aktivität und die psychische Gesundheit ganz viel mitspielen bei dem, ob man irgendwo jetzt Sehnenbeschwerden hat. Gerade im Hüftbereich ist es sehr häufig, im Kniegelenksbereich, aber auch im Bereich der Lendenwirbelsäule oder auch Halswirbelsäule, dass Sehnenansatzbeschwerden dadurch dieses Management sehr gut beeinflussbar eben auch sind. Eine weitere Geschichte, was ich noch unbedingt ansprechen wollte, sind Infiltrationen, weil ja das trotzdem nur das ist, was sehr oft als die Behandlung Nummer 1 sozusagen gesehen wird. Sie brauchen eine Cortisoninjektion gegen ihre Hüftschmerzen.
Prinzipiell ist es so, dass Cortison-Injektionen oder Infiltrationen am Gelenk natürlich ihre Berechtigung haben. Das heißt, wenn es so ist, dass man sie durch Schmerzen immobilisiert wird und kaum bewegen kann, macht es halt schon einmal Sinn, dass man da über eine Infiltration die Möglichkeit, sich zu bewegen, wieder verbessert und dadurch auch zum Beispiel eine Therapie ermöglicht. Und man weiß eben, dass kurzfristige Schmerzlinderungen möglich sind durch Infiltrationen. Aber dass das Problem ist, dass in den meisten Fällen zumindest Infiltrationen nicht lange anhalten. Ja. Und wenn es so ist, dann ist das meistens darauf zurückzuführen, dass man sich eben wieder normal bewegen kann und nicht, dass der Medikament 3 Monate später nur irgendwo wirkt. Im Prinzip, was wichtig ist bei den Infiltrationen, ist, dass gerade vor allem, wenn es wiederholt durchgeführt werden, die auch negativen Einfluss auf die Strukturen haben kann. Das Cortison ist ja ein Hormon, das prinzipiell abbauend auf Strukturen wirkt im Körper. Und dass es dadurch eben, wenn man das häufig einsetzt, auch zu einem schnelleren Fortschreiten, zum Beispiel von Arthrosen, auch kommen kann. Und in Vergleichsstudien, auch von dieser australischen Quelle, die ich vorhin vorgestellt habe, die es gibt, bestätigen auch, dass Kräftigung der umliegenden Strukturen und Management von Körpergewicht durchaus einer Infiltration, einer Cortison-Infiltration, die wiederholt durchgeführt ist, wird zu bevorzugen ist und dass natürlich eben da Training auch dazu gehört, richtiges Training zum Gewichtsmanagement, zum Management und zur Kräftigung von diesen umliegenden Strukturen und das durchaus eben auch ein wichtiger Faktor in der Behandlung in die Richtung ist. Jetzt kommen wir mal eher zu diesen psychischen Symptomen und Problemen, auch natürlich, wenn es um Schmerzen geht, ist Schlaf vor dem Alter oft beeinträchtigt, aber es muss auch gar nicht mit Schmerzen zusammenhängen, sondern Schlaf ist einfach auch was ganz, ganz wichtig ist für uns zur Erholung, zur Stressregulation eben auch. Und da ist eben die Bewegung ganz, ganz wichtig, weil man weiß, je weniger man sich bewegt, habe ich erst gestern eine Patientin in der Praxis gehabt, die aufgrund von einer Infektion sich länger nicht bewegen hat können, die jetzt 2 Wochen daheim war, also die hat auch eine Corona-Infektion gehabt, ist inzwischen Gott sei Dank ausgeheilt und die habe ich eben geraten. Und da war eben das Problem da bei dieser Dame, dass es dass die massive Einbußen von ihrer Schlafqualität gehabt hat, durch das, dass sie sich nicht mehr richtig bewegen hat können in ihrem Alltag. Und da sieht man eben auch, dass vor allem eben der Muskel als Hormonproduktionsorgan, was es ja eben auch ist, auch im Gehirn sehr viel Einfluss hat auf den Schlaf. Und man weiß eben aus Studien auch, dass es zu einer Verbesserung von der Schlafqualität kommt, wenn man 3 bis 4 Mal eine Ausdauertrainingseinheit von einer Dauer von 30 bis 40 Minuten pro Einheit in moderater Intensität auch durchführt. Ein weiterer Faktor sind zum Beispiel Angst und Depressionen. Das sind Erkrankungen, die sehr, sehr häufig sind im Bereich der psychischen Erkrankungen. Und da ist als zusätzliche Maßnahme natürlich zu psychotherapeutischen Maßnahmen, man muss noch immer die Ursache finden von Angst und Depressionen, woher die kommen. Aber da kann eben vor allem Ausdauertraining in Kombination mit einem Krafttraining, und das Ausdauertraining zumindest 3-mal in der Woche 30 bis 60 Minuten durchgeführt, in einer Kombination mit einem Krafttraining, das man regelmäßig durchführt, also man spricht davon 2-mal pro Woche Krafttraining, wo man 2-mal 8 bis 12 Wiederholungen der großen, vom Unterstandstraining von großen Muskelgruppen im Körper bei moderater bis hoher Intensität durchführt, bei einer massiven Verbesserung von diesen Symptomen. Da geht es vor allem auch um eine Regulation vom Neurotransmitterstoffwechsel, eben das, was auch viele Medikamente machen, viele Antidepressiva machen, die den Serotoninspiegel und auch andere Spiegel, wie eben zum Beispiel Gabamin, Butyrsäure und so weiter, bei Angst regulieren. Und da kann man eben mit einem richtig angepassten Training auch sehr, sehr viel bewirken. Ja, wichtig, das war jetzt ganz kurz für Theorie. Wichtig ist natürlich dann die Umsetzung in die Praxis, weil das ganze Wissen nutzt einem nichts, wenn man das dann auch wirklich tut und die richtigen Trainingsmethoden dann eben auch auswählt. Was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man jetzt, wenn man jetzt motiviert ist und das gesehen hat und sagt, hey,
Da fühle ich mich angesprochen, genau das Problem habe ich ja und da will ich jetzt aktiv werden, dass man jetzt nicht hergeht und sagt, okay, jetzt jeden Tag 3 Stunden Vollgas trainieren. Das macht gar keinen Sinn, sondern man muss diese Dinge langsam steigern. Da geht es darum, dass man den richtigen Training, die richtige Trainingsplanung dann noch hat und Therapieplanung, je nachdem, ob es da Erkrankung da ist oder ob man es prophylaktisch machen will, die ganze Geschichte. Wichtig ist, wie gesagt, auch, was ich am Anfang gesagt habe, Pauseneinplanung nach einem Training. Wichtige Faktoren sind natürlich auch die richtige Ernährung. Man muss dem Körper dann nach einer Einheit auch immer das geben, was er braucht. Wenn unser Körper irgendwo nicht das bekommt, was er braucht zum Erholen, dann wird natürlich das beste Training und der beste Trainingsplan auch keinen Sinn haben und dass man das eben dann auch richtig aufbaut. Allgemeine Trainingsempfehlungen von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, in Minuten pro Woche sind eben allgemein, wenn man jetzt für seine Gesundheit was tun will, dass man 150 Minuten, also 2,5 Stunden pro Woche in einer mittleren Intensität Training durchführt oder 75 Minuten in einer hohen Intensität, beziehungsweise zweimal wöchentlich ein Krafttraining durchführt von 30 Minuten bis zu einer Stunde. Das ist prinzipiell eine wichtige Geschichte. Eine Übung, so eine klassische Übung kann zum Beispiel sein, wenn wir jetzt da in Richtung Beispiel gehen, die klassische Kniebeuge, da kann man anfangen, wenn man jetzt nicht so belastbar ist, am Anfang auch, dass man sich einfach auf einen Sessel hinsetzt. Ich zeige das gerne mal vor, dass man die Füße hüftbreit hinstellt, auch wie man es auf den Fotos da jetzt sieht. Man braucht jetzt am Anfang noch kein Zusatzgewicht, da reicht jetzt zum Beispiel einfach mal diesen Stuhl, wenn man daheim ist, dass man den nimmt. Da geht es nur darum, dass man eben vom Oberkörper her aufrecht bleibt. Und dass man dann geht, über die Hüfte weit vorbewegt. Knie sollen immer über den Vorfüßen bleiben. Ich stehe auf, hin und führe das dann einmal ungefähr in einer Wiederholungsanzahl von ungefähr 15 bis 20 Wiederholungen durch. Mache dann 1 bis 2 Minuten Pause, dass sich dazwischen die Muskulatur wieder ein bisschen erholen kann. Führe das dann noch einmal 15 bis 20 Mal durch, wieder Pause. Und dann noch einmal 15 bis 20 Mal. So, das ist jetzt ein klassischer Krafttrainingsreiz. Natürlich, wenn man jetzt sagt, 20 Mal geht ganz leicht, dann macht es auch Sinn, dass man vielleicht irgendwann einmal Zusatzgewichte nimmt, dass man vielleicht einmal ein leichtes Gewicht in die Hände nimmt und das dann mitbewegt, um da eben einen Kräftigungsreiz auf die Muskulatur im Becken- und Beinbereich zu setzen. Das ist übrigens eine wichtige Übung, zum Beispiel, wenn man unter Rückenschmerzen leidet. Am Schluss noch eine Literaturliste von der Literatur, die ich für den Vortrag verwendet habe. Was eben, wie gesagt, ganz, ganz wichtig ist, muss man abschließend sagen, dass man das Training, wenn man anfangen will, aktiv zu werden, auch richtig dosiert. Dazu stehen natürlich auch Physiotherapeuten bereit und da muss ich jetzt natürlich auch Werbung in eigener Sache machen. Also wir sind eine Physiotherapie-Schuh, stehen am Link. Also da kann sich gerne auch jeder informieren unter dieser Webadresse. Und wer Tipps braucht in die Richtung, kann sich natürlich auch gerne bei mir melden. Sei es, wenn es um prophylaktisches Training geht und das, dass man natürlich gewisse Erkrankungen optimal unterstützt mit der richtigen Dosis von Training. Genau auf diese Sachen im Alter habe ich mir ja jetzt inzwischen spezialisiert, habe da viele Kurse in die Richtung gemacht und würde Sie natürlich auch gerne unterstützen, wenn Sie dabei Hilfe brauchen. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß bei der Umsetzung wünsche ich Ihnen.